Servus und damit herzlich willkommen zurück auf dem WePlus Bike YouTube-Kanal. Heute gehen wir mal ein bisschen in den urbanen Raum und ich möchte euch mit dem Pegasus Bici Italia 7 ein sehr stylisches, klassisch gehaltenes Urban-Rad vorstellen. Bleibt dran und seid gespannt! Das Pegasus Bici Italia 7 ist ein klassisches Urban Bike für den städtischen Bereich, für den täglichen Gebrauch. Fangen wir mal beim Rahmen an. Der Rahmen ist oder kommt immer als Tiefeinstieg. Wir haben hier so ein Schwanenhals-Design mit doppeltem Unterrohr sozusagen, sehr klassisch anmutend. Das Ganze wird kombiniert mit einer starren Gabel. Und es rollt auf 28 Zoll Laufrädern. An dieser Stelle sei noch gesagt, Pegasus bietet das Bici Italia auch als eine 24 Zoll Version und eine 26 Zoll Version. Dann eben für entweder kleinere Leute, Jugendliche oder einfach Leute, die ein bisschen ein wendigeres Fahrverhalten bevorzugen. Ja, das Rad ist mit seinen Chromelementen und der knalligen Farbe, hier in diesem Fall die Farbe Korall, nicht nur optischen Hingucker, sondern auch technisch, wie ich finde, sehr, sehr sinnvoll für den urbanen Raum ausgestattet. Die 28 Zoll Laufräder habe ich schon gesagt, sehr leicht laufende Laufräder mit drauf. Wir haben ein sehr ergonomisches Cockpit mit so ein bisschen nach hinten gekröpften Lenker. Zusätzlich natürlich ergonomische Griffe, die auch so ein bisschen die Handballen stützen und somit vor Taubheitsgefühlen schützen sollen. Wenn wir schon beim Komfort, bei der Ergonomie sind, dann muss man auch ganz klar diesen Sattel im Retro-Look erwähnen. Der Sattel, und das habe ich jetzt so auf den ersten Metern doch festgestellt, ist äußerst bequem und passt eigentlich wie die Faust aufs Auge auf dieses Rad. Was darf an einem Urban Bike eigentlich auch nicht fehlen? Klar, eine Lichtanlage. Wir haben hier eine topmoderne LED-Lichtanlage, auch so ein bisschen mit dem Chrom-Scheinwerfer im Retro-Look gehalten. Das Ganze wird mittels eines Nabendynamos an der Front, ein hochwertiger Shimano-Nabendynamo, mit Strom versorgt. Das heißt, wenn ihr rollt, habt ihr auch Licht. Hinzu kommt eine Standlichtfunktion, beispielsweise wenn ihr an der Ampel stehen bleibt, dann lädt sich da so ein kleiner Kondensator auf. Und ihr seid von hinten für Autofahrer beispielsweise mit dem leuchtenden Rücklicht noch sichtbar. Der Name lässt es schon vermuten, Bici Italia 7. Wir haben hier eine 7-Gang-Nabenschaltung, eine Nexus von Shimano verbaut. Nabenschaltungen haben einen großen Vorteil. Sie sind sehr gut, weil das alles gekapselt ist, vor Witterungseinflüssen geschützt. Zudem sind sie auch über den Drehgriffschalter sehr intuitiv zu bedienen. Und durch das, dass die Kette natürlich auch nicht über irgendwelche Ritzel springen muss, ist das ganze System sehr, sehr langlebig. Zusätzlich wird es hier beim Bici Italia 7 noch mit so einem Kettenschutz geschützt. Schützt nicht nur die Kette, sondern schützt natürlich auch eure Hosenbeine vor Öleinflüssen etc. In der Stadt natürlich wichtig, dass man auch so ein bisschen seine Sachen mitnehmen kann. Wir haben hier einen verschraubten Gepäckträger mit Federklappe. Da kann man beispielsweise einen Korb drauf machen oder sonstiges Zubehör oder auch ganz klassisch seine Jacke unter die Federklappe einzwicken. Man hat natürlich noch die Möglichkeit, hier vorne am Lenker einen Frontkorb zu montieren und ist somit für sämtliche Transportarbeiten eigentlich bestens gerüstet. Gebremst wird vorne mittels V-Brake oder V-Brake und am Heck ganz intuitiv, kennen die meisten, mit einer Rücktrittbremse. Also das ist wirklich für jedermann, glaube ich, beherrschbar. Ansonsten natürlich STVZO-konform, ist eh klar. Spritzschützer, die schön weit nach unten gehen, damit man auch bei Nässe fahren kann. Und das rundet das tolle Gesamtpaket ab. Für mich absolut das Highlight ist natürlich das optische Auftreten, so ein bisschen Retro-Look. Ich will ja in der Stadt so ein bisschen auffallen. Es gibt hier 5 verschiedene Farben, von schwarz bis
Babyblau. Wie gesagt, hier die Farbe Korall. Also es sollte wirklich für jeden etwas dabei sein. Drei Rahmengrößen, dass auch jeder damit klarkommt. Und deshalb kann ich euch an dieser Stelle nur den Tipp geben, wenn ihr euch für das Rad interessiert, schaut's auf die Website, auf die Pegasus-Website, schaut's in Fachhandel. Dort könnt ihr das Rad auch Probe fahren. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Mal in aller Frische. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal für weitere spannende Bikes, die wir euch vorstellen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.